Shelf Control, dieses, womit kann man sich auseinandersetzen, wenn man Bock hat. Die Ulrike fand das nicht so gut, beziehungsweise sie hat daran irgendwie einiges zu kritisieren gehabt. Ich finde es tatsächlich ziemlich geil so. Und das ist das Energierevolution jetzt von Volker und Cornelia Quaschnik. Die greifen tatsächlich das ganze Thema Energiewende einmal komplett auf, drehen das auf links und zeigen dann ebenso auch eben, was wurde in der Vergangenheit irgendwie komisch entschieden, richtig entschieden und so weiter. Was müsste man tun? Was gibt es denn da für Entwicklung und so weiter? Und er selber ist jemand, der dann echt ja auch eine Kapazität auf dem Gebiet ist. Ich würde auch mal alles von Kempfert empfehlen, das machen wir noch ein andermal. Aber speziell dieses Buch finde ich deswegen gut, weil das sehr, sehr gut zugänglich ist. Und das ganze Thema ist natürlich auch ein bisschen dröge. Ich bin jetzt auch nicht so der Übertechnik-Typ, sondern eher weniger so. Aber da kommt man gut rein und macht Spaß, das zu lesen. So. Also tatsächlich eine echte Empfehlung. Plus, wer sagt, er möchte gern mit anderen, na, wir haben für dieses Verbinden und in Kontakt sein und so weiter, wer das tun möchte, Critical Infinity hat hier einen eigenen Discord, das ist der da unten. Und da lohnt es sich auch halt irgendwie reinzugucken, dabei zu sein und sich zu beteiligen. So, auch, da kann man auch immer wieder Fragen stellen. Da sind Patrick und ich eigentlich auch im Prinzip täglich so. Das ist auch ein schönes Medium. Man kann es übrigens nicht lesen und ich habe es auch korrigiert, weil wir nicht diese, hoppla, jetzt mache ich hier gerade über uns den Discord-Channel auf, weil ich glaube, wir haben dieses Nitro nicht und dann kannst du sozusagen deine persönliche URL und du hast da Slash Critical stehen gehabt und das war Ah, dann okay. Critical Roleplay Server, ich glaube, das stimmt. Ha, okay, das war nicht Also, gemeint. es gibt den Ja. Critical Infinity Discord. Er dürfte verlinkt sein auf der Website critical-infinity.de. Dort findet ihr den Zugang und die Einladung. Das ist, glaube ich, die einfachste Variante, da drauf zu kommen.